Ja, hallo. Draußen schneit's und ich warte auf den Sommer und habe mir überlegt, male ich mir ein bisschen Sommer auf meinen Keilrahmen, auf meine Leinwand. Mach die nass. Ich habe als Farben erstmal ein Orange, ein Sonnengelb, ein Rot und ein Elfenbein. Und die Farben bringe ich jetzt auf den Hintergrund. Und mal gleich die Ränder mit. Jetzt benutze immer diesen einen Pinsel. Und mische direkt auf der Leinwand. Ich möchte ganz gerne diese schleierigen Wolken haben. Kann euch aber vielleicht auch noch mal kurz zeigen, wenn ich denn jetzt meinen Katzenzungenpinsel finde, wie man richtige Wolken malt. Also das ist der Katzenzungenpinsel, damit kann man gut Wolken malen. Ich gehe mal ins Weiß. Mir hier einfach Bögen. Unten wische ich mir dann die Farbe ein bisschen weg. Setze mir dann, wenn ich das möchte, hier nochmal eine davor. Sieht zu, dass ich an der Pinselspitze ziemlich viel Farbe habe. Aber wie gesagt, diese Art von Wolken möchte ich nicht haben und deswegen gehe ich da wieder rüber. Ich gehe mit diesem weichen Pinsel ganz zart hier rüber. Dann kriege ich auch diese schönen Verläufe.
Dann hier unten weiter. Das hier wird ist mein Horizont. Jetzt habe ich nur ein bisschen Schwarz, ein dunkles Blau und Schwarz. Misch mir das mit dem Gelb. Ganz viel Gelb, ganz wenig Schwarz. Noch ein bisschen Weiß dazu. Und habe dann die Bereiche, die ich für meine Wiese möchte. Da darf auch ruhig ein bisschen Orange noch drin sein. Farben tun richtig gut bei diesem Wetter. Es kommt zwar ein bisschen die Sonne raus, aber heute Morgen, das war alles grau und grau. Was Frisches sehen. Könnte ich, wenn ich den Hintergrund noch glatter haben will, nochmal mit dem Messer rübergeben. Gibt das auch noch ein bisschen Spuren mehr.
gehe dann mit dem Messer nochmal in mein Gelb und ziehe mir das hier nochmal rein. Das gefällt mir ganz gut. Ich ziehe mir das hier ein bisschen runter. Dadurch mache ich mir diese Fläche interessanter. Die sieht nicht so einheitlich aus. Ich habe wieder kein Zebra hier hinter das, hinter die Leinwand gemacht. Sollte man eigentlich tun. Sonst drückt man sich immer diesen Mittelstrebebereich hier. Hier, da gehe ich nochmal mit dem Pinsel darüber. So, ich habe gerade überlegt, so hier und da kann da auch noch ein bisschen. Ein bisschen Berg rein oder Hügel. Wie gesagt, das wird kein naturalistisches Bild. Jedenfalls nicht so wie in dem Sinne. Ich muss wieder aufpassen, dass dieser Hügel nicht genau in der Mitte des Bildes aufhört. Das sieht blöd aus, diese mittigen Geschichten. Ich gehe nochmal rüber mit dem Spachtel. Ziehen wir das ein bisschen. Wie gesagt, geplant ist da nichts bei dem Bild. Ich hatte wieder nur die Farben und die Idee Landschaft. Ich ziehe mir jetzt diesen angedeuteten, grob angedeuteten, mit viel Fantasie erkennbaren Berg oder Hügel. Ziehe ich mir auf diese Seite mit rüber. Kratze mir hier so ein paar Striche rein. Thank you.
gucke immer wieder von Weitem. Schon mal das eine oder andere eingekratzt werden. Das an Gräser erinnert. Nicht nur in eine Richtung, sondern auch mal nach links, mal nach rechts, kreuz und quer. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt gehe ich noch mal meinen Himmel angucken. Und jetzt nehme ich wieder Gelb und Schwarz, ein bisschen mehr Schwarz. Also, wie man sieht, ganz viele Farben auf dem Pinsel. Das Gelb, das Schwarz, vielleicht ist auch noch ein bisschen, hier ist noch ein bisschen Orange drin. Und dadurch mischt sich das schon ganz schön. Ich möchte jetzt hier im Hintergrund Berge andeuten. Sieht man auch, warum das so wichtig ist, das gleich zu machen an der Seite, sonst hinterher diese ganzen Farben wieder zusammen zu klamüsern ist schwierig. So, wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier Gelb auf den Pinsel genommen, weil wenn dieser hier vor dem ist, ist er natürlich heller. In diesem Bereich. So. Mir das hier auch runter. Diese waagerechten Striche sind nicht so schön. Nehmen wir einen kleineren Pinsel. Machen wir den ein bisschen nass. Geh dann in die Farbe.
Ich habe mir jetzt den Übergang nicht ausgemessen und abgeklebt, den Horizont. Aber ich denke, es kommt ungefähr hin. So, jetzt nehme ich wieder meinen großen Pinsel. Darf ruhig sein, ein bisschen rot hier in den Bergen. Schon wieder drei Pinsel in der Hand. Kratze mir jetzt auch noch hier so ein paar Linien rein. Ich gehe jetzt doch wieder ins Detail. Wollte ich gar nicht, aber ist egal. Auch ein bisschen Kontrast. Mir das so auf den Spachtel, dann gehe ich hier einfach drüber, wo ich meine. Dass es mir gefällt. Weil ich hier so viel weiß habe, möchte ich das hier nochmal wiederkehren lassen. Kann man, muss aber nicht. So, das gefällt mir schon ganz gut. Spekuliere schon wieder mit dem Gedanken, am Himmel hier Vögel einzumalen, aber ich verkneife mir das immer. So, ich gucke mir das wieder von weitem an. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt überlege ich mir, mache ich da jetzt Bäume rein oder wo mache ich Bäume rein? Zypressen vielleicht.
mach einfach mal. Zwar male ich mir da einen senkrechten Strich. So sieht jetzt mein Pinsel aus. Und noch einen und ziehe mir das so runter. Ich lasse den größeren mal weiter vorne stehen. So. Genau. Ziehe ich mir das hier runter. Fällt nach unten ein kleines bisschen breiter. Nehmen wir jetzt mal meinen kleineren Pinsel. So ein ausgenudelter. Aber macht nichts hier. Die Spitze gefällt mir noch nicht. Ich hoffe, das sieht man auch jetzt. Dann kommt die Form schon ganz gut hin. Na gut, dieser ist halt ein bisschen knubbeliger gewachsen. So, jetzt gehe ich ins Schwarz. Mittig ist der schwärzer als außen. Und stupse mir das Schwarz hier erstmal in die Mitte rein. Und unten. Dann werde ich zum Rand hin heller.
So, das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Gehe nachher vielleicht noch mal rüber. So, die brauchen auch noch einen großen Stamm hier unten. Und die brauchen auch noch irgendwas, worauf sie stehen. Noch mal den Spachtel und verwischen wir das ein bisschen, damit das nicht so hier auch noch mal einen Spachtel rein und noch ein paar Helligkeiten. Auch mal gucken, wie es aussieht, wenn ich hier jetzt noch ein paar Linien reinkratze. Spontane Idee. Viel ist nicht gut. Ein bisschen geht, aber zu viel gefällt mir nicht. Jo, immer noch ganz schön leer, ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich hier noch ein bisschen runterziehe. Jetzt, vielleicht ist da hinten noch ein Haus, ganz hinten am Horizont, vielleicht da.
Und da sind vielleicht auch noch Bäume. Und da wachsen auch vielleicht ein paar Blumen. Die Dächer werde ich nachher noch mit einem feinen Pinsel gehen. Bisschen. Und dann lege ich mir auch das Bild hin. Dann kann ich besser diese kleinen Futzelsachen. So, jetzt haben die auch ein paar Blumen. Da vielleicht sind auch noch ein paar. So, jetzt suche ich mir meinen Signierpinsel. Wo bist du? Feuchte den Hang. Verdünne mir hier mein Grün mit Gelb. Bisschen Schwarz ist da drin. Nee. Doch, nee, erst mache ich was anderes. Und zwar werde ich schon mal ein paar kleine Mondsprenkler machen. Orange-rot, bisschen gelb. Auch mit feuchter Farbe, darf nicht zu feucht sein. Weil sonst läuft mir das weg. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier noch so ein paar Mohnblüten ins Bild wachsen lasse. Und die Mohnblüten, die weiter weg sind, die sind jetzt hier. Das sind meine Mohnblüten im Hintergrund. Gelbe. Egal.
einfach das Rote. Das macht mir schon wieder richtig Spaß. Hör auf, sage ich mir jetzt. Aber ich höre nicht auf. Klasse. Das sind so die ungeplanten Sachen, die ich einfach gut finde. Das ist übrigens dieser, jetzt weiß ich komischerweise den englischen Namen, Fanbrush heißt der. Ach, weiß ich nicht. Wenn ihr das wissen wollt, dann meldet mich an oder vielleicht googelt ihr auch. Sehr schön. Hier, das war das, was ich meinte. Wenn das zu nass ist, solche Sprenkeleien gehen eigentlich besser im Liegen auch. Aber hier auch noch ein bisschen. So, und weil mir das so gut gefällt, mache ich das Ganze auch nochmal in Grün. Ich habe ja gesagt, ich neige immer gerne zu Übertreibungen. Grün mit Gelb, oh wie schön. Zu viel. Ich mache jetzt hier noch so ein paar Gräser rein. Überlege jetzt, ob ich mir diese Tupfer hier wegnehme, weil mir das doch ein bisschen zu hoch geht, aber andererseits denke ich, ist das Bild schon so brav genug. Da kann ruhig ein bisschen Power drin sein. Jetzt. Wo ist jetzt mein Tuch wieder? Hier. Das hier möchte ich auf jeden Fall nicht so ganz so ausgeprägt haben. Ein bisschen wegwischen. So. Dann sind die Sprinkler weg, fast. Ich reibe mir das dann so in die Leinwand, denn das ist gar nicht so einfach, wenn man was ausbessern will, das so hinzukriegen, dass es nicht auffällt. So, da läuft noch was. Das will ich auch nicht haben. So. Also ich werde jetzt auch keine Mohnblüten malen, sondern ich werde Mohnblüten spachteln. Muss ich mir mal den richtigen Spachtel finden. Ich werde diesen hier nehmen. Ich gehe jetzt in das Rot. Bisschen Gelb, bisschen Orange. Und dann gucke ich mal, wo will ich die haben. Also ich denke,
Hier ist noch eine Knospe. Die kann man besser mit dem Pinsel, aber... Rot, Orange, Gelb. Nochmal, so dick ist die Farbe drauf. Hier noch eine hin. Von weitem gucken. Das sieht ja auch blöd aus, wenn die so aufgereiht sind. Deshalb mache ich hier eine, die so ein bisschen drüber ist. Also ich habe ganz bewusst hier gelb gemacht, damit die so aussieht, als ob die davor steht, vor der anderen. Hier ist immer doof. Und dass das eine Knospe sein soll, kann auch nicht sein, weil die viel zu groß ist. Deshalb mache ich da noch eine Blüte draus. Ich bin gerade schon am Überlegen, ob ich das Video gekürzt reinmache oder ob ich so eine Schnellfassung wieder mache. Aber dann, der eine möchte es lieber so, der andere so. Vielleicht könnt ihr mir ja mal schreiben, was euch lieber ist. Diese langen Fassungen oder diese Speedpaintings. Also mit dreifacher Geschwindigkeit und dann Untertitel oder Musik. Oder wie gesagt, dieses Ausführliche. Jo, das finde ich schon ganz schön. So. Ja, aber ich finde, da unten in die Ecke, da muss auch noch eine hin, so eine kleine, die da so luchst. Das reicht schon, die hat nur zwei. Wie gesagt, ich neige immer dazu, voll zu malen, mach das bloß nicht. Und wenn mir was Spaß macht, dann bin ich immer nicht zu bremsen. Hier noch ein Blümchen und da, und dann irgendwann ist die ganze Leinwand voll. Und dann sage ich immer, ups, das wolltest du ja gar nicht. So, hier kommt auch noch ein bisschen. Schön. So, jetzt aber meinen Signierpinsel und dann den hier schon angefeuchtet ins Grün, bisschen Schwarz. Ihr müsstet meine Palette sehen, ein wahres Chaos. Im Rot ist Grün, im Gelb ist Rot. Naja, aber das seht ihr ja Gott sei Dank nicht. So, jetzt überlege ich, ob ich Schwarz nehme. Also das, die Farbe, die ich hier habe, ist viel zu hell für Stiele. Ich nehme nochmal ins Schwarz. So, ein dunkles Grün. Dann kriegen die jetzt hier erstmal
Es geht auch besser, wenn man sich irgendwie abstützen kann. Ich hoffe auch nicht, dass ich jetzt zufällig so einen nassen Tropfen treffe. Dann verzeiht sich nämlich mein Stiel in diesem Tropfen. Aber so wachsen die dahin wild. In die Richtung. Da. So. Ja, wenn man sich da vermalt, ist auch ziemlich blöd, wenn man das schlecht wieder korrigiert kriegt. Die wächst ganz frech, hier so hoch und dann darunter. So. Jetzt mache ich in die eine oder andere noch ein paar schwarze Stöpsel. Die bietet sich ganz gut an. Und die. Die vielleicht auch noch. So, und dann kriegen wir noch so kleine Blättchen hier. Chip. So sieht zwar keine Mondblüte aus, aber ich finde es ganz süß so. So. Und dann. Möchte ich jetzt noch weiß auf das Dach. Weiß. Ich habe hier so. Das Weiß ist schon ein bisschen grün, aber es ist egal. Da gehe ich nochmal rüber. Kann man auch gut machen, wenn das Bild dann schon trocken ist, dann matscht sich das nicht so wie hier, sieht man das. So. Und dann möchte ich auch noch ein paar schwarze Sprenkler noch haben. Ein paar, hoffentlich bleibt es dabei nur ein paar, Sabine. Siehst du? Das war's. ja, so viel zu, man sollte üben. Aber das ist ganz gut, dann seht ihr mal, wie man das wegmachen kann, dass man zu viel gemacht hat. Wird schwierig, weil das Rot darunter auch noch feucht ist. Normalerweise nehme ich einen Schwamm, habe ich aber nicht. So. Ich reibe mir das jetzt ganz fest hier rein. Gehe dann in das Rot-Orange, mache das erstmal nass, dass mir das nicht so trocknet, und dann gehe ich hier ran, das ist mir nämlich auch zu viel.
gucken, dass ich das hier rette. Okay, nochmal ins Gelb. Also mach lieber ein bisschen weniger als zu viel. Sonst passiert euch das Gleiche. Eine Freundin aus Köln, der ich öfter mal telefoniere, die würde jetzt sagen, es hätte ja noch mal Jodjion. Schöne Grüße, falls du guckst. Mit dem Schwarz, das kann mir wirklich nicht so ganz so prall. Mit ein bisschen Fülle. So milde ich die ein bisschen ab durch die gelben Sprenkel. Finde ich auch ganz schön. Und noch ein paar. So, das ist besser mit dem Gelb. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen und dann gucke ich, ob diese Stelle hier verschwunden ist oder ob ich da noch was dran machen muss und dann gehe ich nochmal rüber. Okay, bis dann.